Erleben, dann herzlich willkommen zu unserer Vollmond-Session. Morgen am 27. Dezember ist um 1:33 Uhr, ich finde allein die Zahl schon einfach genial, ja, ist der Vollmond im Krebs und damit auch der letzte Vollmond in diesem Jahr. Es ist so, dass immer der erste und der letzte Vollmond des Jahres eine besondere Bedeutung haben, weil das ist quasi die Energie, die das Jahr eröffnet und die das Jahr dann auch vollendet. Und jetzt ist es natürlich ziemlich spannend, dass dieses Jahr 2023 bereits mit einem Vollmond im Krebs begonnen hat und dass der 13. Mond jetzt, auch 13 hat dann eine gewisse Bedeutung, wo ich euch dann das erzähle, dass dieser 13. Mond jetzt mit einem Vollmond im Krebs eben endet. Krebs ist das Weibliche, ist die absolut weibliche Energie. Da geht es um Emotionen, da geht es um die große Mutter, da geht es um das Fühlen, um das Wahrnehmen. Gerade in der Weihnachtszeit um sämtliche Familienthemen. Das heißt, Vollmond, wisst ihr auch schon, ist immer, wirkt 5 Tage vor und 5 Tage nach. Jetzt hat diese Vollmondenergie natürlich schon voll auch in das Weihnachtsfest hineingefüllt und hineingestrahlt. Es kann durchaus sein, dass manche gesagt haben oder gemerkt haben, puh, ja, Weihnachten war irgendwie sehr emotional, waren irgendwie sehr viele Themen und Emotionen plötzlich da. Das kann von Himmelhochjauchzen zu Tode Betrug, also wirklich eine komplette Achterbahn der Gefühle, der Emotionen gewesen sein und kann auch noch sein, weil ja ein Vollmond auch 5 Tage nachwirkt. Also das heißt, wir sind da gerade in einer Energie, wo es sehr, sehr, sehr stark um die Emotionen geht und wo es um das innere Kind geht. Weil Krebs, Vollmond von den Archetypen ist es der Verwaiste, da geht es um deine Wurzeln, da geht es um deine Anbindung, da geht es wirklich darum, wie gut bist du bereits in dir verankert, wie gut bist du verwurzelt, kennst du deine Wurzeln, kennst du deine Anbindung? Und da merkt man dann so, okay, ja, vielleicht doch noch nicht so ganz. Jetzt ist es so, dass das eben der 13. Vollmond ist und 13 ist auch immer, erstens einmal ist es dem Weiblichen wieder zugeordnet. Und gleichzeitig ist 13 auch immer so diese magische, diese mystische Zahl, wo man sagt, so 12 Rauhnächte gibt es, die 13. Rauhnacht steht für das Gesamte. Und jetzt ist einfach dieser 13. Vollmond hat auch da jetzt die Bedeutung, der ist nicht nur für den Abschluss oder für die Vollendung von diesem Jahr jetzt zuständig, sondern es ist schon auch ein Zeigen oder ein Aufzeigen die Energien im kommenden Jahr. Sehr spannend ist, dass dann der Vollmond in 2024, der ist am 25. Jänner, der ist im Löwe. So, jetzt haben wir diese Krebs-Vollmond-Energie, wo es um die Gefühle geht, wo es um die Emotionen geht. Löwe-Energie ist von meinem Archetypensystem und von der TCM her, kann man das dem Herzen zuordnen. Das heißt, wir haben eine volle Herzenergie. Da geht es ganz, ganz stark um die Gefühle, um die Emotionen, um das Herz. Also dieses ganze kommende Jahr wird sehr stark geprägt sein von, wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Und vor allem ganz wichtig, kannst du deine Gefühle führen? So, wie führe ich meine Gefühle? Jetzt ist es so, dass wir auf der einen Seite immer wieder hören, wir sollen mehr auf unsere Stimme hören, auf unsere innere Stimme, wir sollen das Herz öffnen, wir sollen auf das Herz hören. Das ist ganz richtig und wichtig. Aber und dieser Vollmond hat beides von der Qualität her im Feld, weil die Sonne steht gerade im Steinbock. Und der Steinbock ist genau das Gegenteil. Also wenn man jetzt dem Mond und dem Krebs quasi die Mutterenergie zuordnet, wäre der Steinbock so wie die väterliche Energie. Der Steinbock ist das sehr Strukturierte, das ist der Verstand, das ist die gewisse Ordnung. Und genau da kriegen wir jetzt einen Hinweis vom Kosmos, was wir in diesem kommenden Jahr ganz besonders beachten dürfen, was wir jetzt im vergangenen Jahr schon gebraucht haben, aber was vor allem auch ganz wichtig ist für das kommende Jahr. Weil es ist so, wenn sich etwas vollendet, ist natürlich auch gleichzeitig immer wieder etwas, was neu beginnt. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, okay, dieser Krebsvollmond, okay, alles, was da jetzt war und ich kann jetzt noch vergeben. Es ist ganz viel jetzt auch im Feld und es ist schon passend und auch richtig. Krebs ist immer auch der Familie zugeordnet. Das heißt, da kann es sein, dass sehr viele familiäre Themen nochmal hochkommen, dass gerade über die Weihnachtsfeiertage, dass du gemerkt hast, okay, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, generell in meiner Familie, da hängen noch Themen, da ist noch etwas da, was noch nicht verarbeitet oder noch nicht vergeben worden ist. Da kannst du jetzt natürlich dran schauen oder quasi dich drum kümmern und sagen, okay, was kann ich loslassen, was kann ich vergeben? Aber meinem Empfinden nach, was noch viel wichtiger ist, auf deine eigenen Gefühle jetzt gut zu achten und wirklich zu schauen und dieses zu meistern, wie kannst du deine Gefühle führen und wie kannst du deine Gefühle in eine gewisse Bahn lenken. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex, weil man sagt, ja, wieso? Auf der einen Seite soll ich ja fühlen und ich soll ja mein Herz öffnen und ich soll ja nur auf meine innere Stimme hören. Ja, das ist richtig. Aber, und da ist dieses ganz große Aber und das heißt für 2024.
Es sind so viele Menschen in dem energetisch-spirituellen drinnen, die für sich denken, dass sie schon ganz weit sind, dass sie schon ganz bewusst sind. Die sind aber nicht mehr geerdet, die sind nicht da, die haben keine Struktur, sondern das ist so dieses Verlieren im Geistigen, in diesem Tralala, ich bin irgendwo unterwegs, alles ist Licht, alles ist Liebe und ich höre nur mehr auf meine innere Stimme und ich mache auch nur mehr, was meine innere Stimme mir sagt. Und das ist aber jetzt ganz fatal, wenn dann diese innere Stimme vielleicht nicht immer die innere Stimme ist, sondern dann doch irgendwo noch das Ego oder etwas anderes, weil es geht in diesem kommenden Jahr darum, auch so wie wir jetzt diese Vollmondenergie haben, Herz und Verstand, das in den Ausgleich zu bringen. Also da wirklich eine Balance hinzubringen. Das heißt, dieses kommende Jahr für dich nach deinem Herzen zu leben, deine Gefühle wahrzunehmen, die auch auszudrücken und die zu leben, gleichzeitig aber diese Struktur und den Verstand und das Irdische nicht zu vergessen. Weil wenn ich dann nur mehr in dem Licht und Liebe und in dem Tralala drinnen bin und alles ja, aber mein Gefühl sagt, und da sind wir jetzt in dieser Krebsenergie, da kommt dann sehr oft das verletzte innere Kind durch. Und da dürfen wir jetzt achtsam sein. Da darfst du jetzt dann für dich schauen, auch jetzt schon um diese Vollmondzeit, wo ist dein inneres Kind noch verletzt? Welche Verletzungen aus der Kindheit trägst du mit? Welche Erfahrungen, wo du vielleicht sagst, da bin ich nicht gesehen worden, aber meine Mutter hat das gemacht oder mein Vater hat dieses. Also dieses trotzige, dieses verletzte innere Kind, das dann wirklich mit verschränkten Händen dasteht und sagt, ja, aber ich will das nicht. Ich mache das jetzt nicht und ich mag das nicht und ich möchte das nicht. Ist auf der einen Seite ganz nett, wenn wir unseren Gefühlen Ausdruck verleihen, aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt das ganze Jahr 2024 immer mit, ja, weil mein inneres Kind sagt, ich will das nicht und dann mache ich es auch nicht. Wer von euch Kinder hat, ich habe zwei davon, und das ist unglaublich großartig, wenn die dann quasi in ihrem Trotz drinnen sitzen und sagen, ja, aber ich mag das jetzt nicht machen. Ja, aber ich will das jetzt nicht. Und irgendwann verzweifelst du und denkst, ja, ich könnte es jetzt gerade an die Wand klatschen, weil das Leben ist nicht ein, ich will einfach nicht oder ich mag gerade nicht oder weil es mir gerade keinen Spaß macht, sondern, und da haben wir jetzt wieder diese väterliche, diese strukturgebende Energie dabei, manchmal darf ich auch Dinge tun oder muss ich auch gewisse Dinge tun, die weltlich sind, die irdisch sind, die mir vielleicht nicht jetzt immer wahnsinnig viel Freude machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, okay, ich finde das Leben wunderbar und ich finde alles immer schön und jetzt sind Ferien, okay, ich pfeife jetzt aber einfach drauf, dass wir da eine Community haben, dass ihr da dafür was gezahlt habt, dass ihr da Inputs bekommt oder das ist da jetzt was und ich sage, mich freut es einfach jetzt gerade nicht. Ja, okay, kann ich machen. Aber dann werde ich auch mit den Konsequenzen leben dürfen oder diese Konsequenzen tragen dürfen, dass halt dann alle irgendwann sagen, naja, okay, gut, dann irgendwo anders. Schaue ich, dass ich vielleicht Input oder Hilfe bekomme. Genauso, wenn du in deiner Arbeit sagst oder deinem Chef sagst, ich finde die Arbeit echt nett, aber heute freut es mich einfach nicht zum Arbeiten gehen oder ach, mein inneres Kind braucht heute Freiraum. Dein Chef wird dir wahrscheinlich irgendwann sagen, das ist großartig, dann hast du ab jetzt ganz viel Freiraum, weil dann brauchst du gar nicht mehr kommen. Und da ist so wieder diese Balance, ja. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr oft fehlt in dem Spirituellen oder in diesem ganzen, in dieser esoterischen Szene. Nur mal nach dem inneren Kind und nur mal nach dem inneren Gefühl. Unsere Gefühle sind extrem wichtig. Aber, und genau das ist die Kunst, dieses Gefühl auf die Erde zu bringen, das in deinen Alltag, in deinem Irdischen zu integrieren. Und da wird es dann schwierig, weil natürlich kann ich jetzt trotzig sein und sagen, und ich erlebe das auch ganz oft, dass ich dann beim Arbeiten Leute habe, die mir dann erzählen, ja, aber der hat mir oder die hat mir gesagt, der Partner passt nicht und das ist auch der falsche Weg und jetzt soll ich das machen und ich brauche da meine Freiheit und so weiter. Ja, großartig. Und dann? Und die meisten denken dann irgendwie gar nicht weiter, sondern an, okay, ich hau jetzt mal alles hin, weil ich brauche irgendwo diesen Freiraum und meine Gefühle, meine Emotionen. Aber wie bringst du das dann irdisch rüber? Wie kommst du dann irdisch hin? Und auch wenn du eben dieses innere Kind hast, wenn ich einfach nur jeden Tag da sitze und sage, ja, aber ich will jetzt nicht in die Schule gehen oder ich will das jetzt alles nicht machen und ich mag das einfach überhaupt nicht, wohin kommst du dann? Wie weit kommst du dann im Leben? Das heißt, das Leben ist auch da wieder diese Balance zwischen meinem Gefühl den Raum geben, wirklich für mich zu fühlen. Und wenn ich merke, okay, das will ich überhaupt nicht, weil diese Arbeit stresst mich so und macht mich krantig und da kriege ich jeden Tag Kopfweh und Bauchweh und Fieber und weiß ich nicht was alles. Klar, dann ist es Zeit, auf dieses Gefühl zu hören und die Arbeit zu wechseln. Das heißt aber nicht, dass ich dann sage, okay, ich schmeiße jetzt hin und sage, jetzt warte ich mal, ob irgendwann das Universum mir vielleicht ja, die Millionen oder irgendwas hinstellt und sagt, da bitte schön, du brauchst jetzt gar nichts mehr machen. Also, ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Es geht jetzt, und das ist diese Vollmondenergie, die ganz, ganz stark eben wirklich auch schon die Qualität für das kommende Jahr uns einleitet oder mitbringt, diesen Balanceakt, diesen Ausgleich zu schaffen und dieser Spagat hinzubekommen zwischen ich bin im Irdischen, ich bin im Weltlichen, ich habe einen gewissen Rahmen, ich habe eine gewisse Struktur.
und gleichzeitig aber auch mich führen zu lassen. Und eben da ist jetzt wieder, da bist du gefragt, da ist jeder in der Eigenverantwortung und jeder von euch kennt das wahrscheinlich, wenn man im Gefühlschaos versinkt, weil man, weiß ich nicht, im größten Liebeskummer ist oder gerade irgendwo der Herzschmerz oder irgendein Thema ist und die Gefühle mich überrollen. Gefühle sind was Großartiges, aber auch da liegt es an mir, an meiner Disziplin, an meiner gewissen Struktur und Ordnung, diesen Gefühlen irgendwann einen gewissen Rahmen zu geben. Weil wenn ich jetzt jeden Tag mich nur mehr verliere, weil meine ganze Kindheit so schrecklich gewesen ist oder weil mein Vater mich verlassen hat oder weil der Partner sich von mir getrennt hat, das ist eine Zeit lang voll okay und ich darf und soll mich auch diesem Gefühl hingeben und durch dieses Gefühl durchgehen. Aber, und das ist etwas, was ganz, ganz oft vergessen wird, durch dieses Gefühl durchgehen heißt, ich fühle es. Ich nehme es ganz bewusst wahr und ich habe einen gewissen Rahmen, ich habe eine gewisse Struktur und gehe gemeinsam quasi mit meiner Struktur, mit meinem Krieger, mit meiner Disziplin durch dieses Gefühl. Ich sehe es, ich fühle es, ich nehme es bewusst wahr, um dann am Ende auch wieder rauszukommen. Weil sonst übermannt mich irgendwann das Gefühl und ich verliere mich. Dann bin ich irgendwann nur mehr in dem, oh Gott, ich löse mich auf, weil, oder? Nächste Gefahr, ich gehe eben so stark aus meinem Körper raus. Das heißt, ich verlasse wieder die weltliche, meine irdische Hülle, weil alle Gefühle, es ist alles zu viel. Der ganze Druck und alles, was von außen ist, ihr könnt es euch so vorstellen, dieser Krebsvollmond oder Krebs ist quasi die innere Welt, während der Steinbock die äußere Welt symbolisiert oder darstellt. Das heißt, der Krebs ist dein ganzes Innenleben, deine ganze Innenwelt und der Steinbock, das ist so diese äußere Welt. Und jetzt sind ganz viele Menschen in dieser Phase und an diesem Punkt, wo sie das Gefühl haben, mich erdrückt die äußere Welt. Und ich flüchte einfach irgendwo in mein Inneres. Das Problem ist nur, was ich energetisch sehe, die meisten flüchten nicht in ihr Inneres, sondern die flüchten komplett. Das heißt, die steigen komplett aus dem Körper aus und sind dann irgendwo. Und dann stehst du wirklich neben dir. Dann bist du weder im Außen noch bist du im Innen, sondern du bist in so einer Zwischenebene da. Und dann wird es durchaus interessant und sehr schwierig, auch im kommenden Jahr. Weil, ich habe es jetzt schon öfter erwähnt und betont, das kommende Jahr wird ein sehr luftiges Jahr. Das wird für die Psyche mental sehr, sehr, sehr anstrengend. Gar nicht mehr so für den Körper, wie das letzte Jahr gewesen ist, sondern wirklich für die Psyche. Und da geht es jetzt darum, wie gut bin ich wirklich verwurzelt? Und dieser Krebsvollmond gibt ganz klar die Botschaft, find deinen Anker in dir. Verwurzel dich in dir und schau, wo sind deine Wurzeln, wo ist deine Anbindung, wie gut ist deine Erdung. So, und jetzt wird dieses Wort aber ganz oft gebraucht. Ja, du musst dich erden. Ja, ey, wie erde ich mich jetzt? Nur mich einfach hinzustellen, ist noch nicht Erdung. Erdung bedeutet, in dem Körper zu sein, dich selber wahrzunehmen. Das jetzt, da wo du jetzt bist, dein Umfeld auch wahrzunehmen. Ich sehe so viele Menschen, die sich im Spirituellen oder im Energetischen oder Geistigen verlieren, die ihr Umfeld gar nicht mehr wirklich mitbekommen. Die wirklich wie so Traumtänzer im Nebel irgendwo im Leben herumgeistern, aber das Jetzt und das Irdische gar nicht mehr mitbekommen. Das heißt, da als Erdungsübung kannst du für dich gleich mal probieren und schauen, wie bewusst nehme ich mein Umfeld wahr. Wenn du den Tag heute Revue passieren lässt, wie bewusst kannst du den Tag wiedergeben? Wie oft warst du wirklich präsent und wie oft merkst du für dich, und das merkt man dann nämlich echt, wenn man dann so quasi das Ganze rückblickend mal betrachtet und Revue passieren lässt, und wie oft bin ich irgendwo gewesen, weil ich vielleicht dann auf dem Handy war und dann wieder da und dann da und gewisse tausende Sachen gleichzeitig gemacht habe, da bist du nicht wirklich da. Da bist du nicht präsent und auch nicht wirklich geerdet, weil Erdung bedeutet, ich bin verbunden mit mir, ich bin verbunden mit meinem Körper, ich bin ganz präsent in meinem Sein. Und das ist zum Beispiel auch eine Übung, in die Natur zu gehen. Das heißt, wenn du rausgehst und dich wirklich mal nur mit der Natur verbindest und mal schaust, wie geht es dir mit der Stille, wie geht es dir mit der Ruhe. Wir sind jetzt gerade mitten in den Rauhnächten und ich habe es euch eher im letzten Zoom bei uns gesagt. Ich sage es jetzt in jedem Rauhnachts, quasi Botschafts, in jeder Sprachnachricht. Es ist komplett wurscht, was da für Themen gerade da sind, weil auch das ist für mich, ich sage es jetzt einmal hart ausgedrückt, auch wieder eine Ablenkung. Bei ganz vielen wird dieses Rauhnachtsthema oder werden diese Rauhnächte fast schon so zelebriert, dass es wieder mehr ein ins Geistige hineinkippen ist, als wirklich wieder im Irdischen sein. Weil ich muss noch das und die Rauhnächte und dieses Thema und das und ich renne von einem Thema ins nächste und ich muss noch räuchern und ich muss noch dieses und jenes machen, anstatt wirklich präsent da im Jetzt zu sein, das zu genießen, die Weihnachtsfeiertage zu genießen, die Zeit mit deiner Familie zu genießen. Vielleicht hast du auch gerade keine Familie um dich und hast einfach Stille und Ruhe. Dann genieß einfach auch das, ohne dich zu stressen, welches Thema ist jetzt welche Rauhnacht und was muss ich wo beachten. Wir haben ganz, ganz viel Zeit.
gehabt, das loszulassen, und du wirst auch im kommenden Jahr noch genügend Themen und Möglichkeiten bekommen, Dinge loszulassen. Es geht wirklich darum, dieses Sei im Jetzt und genieß, und auch da wieder hör auf dein Gefühl. Was zeigt dir dieser Vollmond? Was sagt dein Gefühl? Und wenn du merkst, dieser Druck, eben Rauhnächte und ich muss dieses und ich muss das und das und das und das auch noch alles, das erzeugt dir zu viel Druck, dann lass es los. Dein Gefühl wird dir schon zeigen und sagen, hey, ich hätte gerne einfach nur Ruhe, ich möchte in diese Stille hineingehen. Wir sind in der stillsten Zeit im Jahr. Und gefühlt ist es bei vielen, aber gerade jetzt eben in diesem esoterischen, der Mega-Stress, weil, oh Gott, Rauhnächte und das und jenes und Jahresabschluss und du musst, keine Ahnung, loslassen. Und da geht es eben auch wieder darum, wie gut kannst du deine Gefühle, deine Emotionen führen? Wie gut kannst du dich selber da bei dir behalten? Und stattdessen, eben bevor du da 50.000 irgendwelche Rauhnachtsrituale machst, geh in die Natur. Geh raus und verbinde dich. Weil diese Vollmondbotschaft ist jetzt auch ein ganz klares: Geh wieder in deine Anbindung. Wir suchen so oft den Halt im Außen. Wir suchen so oft die Geborgenheit im Außen, die Sicherheit, die Liebe, die Bestätigung. Und schlussendlich ist es der innere Wunsch, wieder angebunden zu sein, diese innere Verbindung wieder zu spüren. Und diese Verbindung, diese Anbindung, die werde ich nicht fühlen, wenn ich ständig im Außen herumrenne und 50.000 Meditationen und weiß ich nicht, was für Atemübungen mache, sondern manchmal kann es viel hilfreicher sein, einfach in der Natur zu sein. Einfach bei dir zu sein und eine Runde mit dir selber spazieren zu gehen. Und dann zu beobachten, hörst du den Wind, spürst du deine Füße unter dir, wie fühlt sich dein Körper an, wenn du in der Natur bist, bemerkst du das Rauschen der Bäume, siehst du die Kleinigkeiten, die die Natur dir zeigt, vielleicht Symbole, vielleicht ein Spinnennetz, vielleicht einen glitzernden Tautropfen oder was auch immer. Also wirklich dieses achtsame im Jetzt sein. Und wenn du das praktizierst und das für dich gut hinbekommst, dann wirst du sehr, sehr gut vorbereitet sein für das kommende Jahr. Denn sonst wird es, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, weil das Außen uns gefühlt wie um die Ohren fliegen wird, weil es alles immer schneller wird, weil sich alles immer mehr verändert. Es hat auch geheißen, ich habe es eh auch letztens gesagt, es sind diese alte Matrix, die ist auch wirklich zusammengebrochen. Da sind wie nur mehr Fragmente da und unser Verstand hat quasi dann irgendwann nichts mehr, wo er sich anhalten kann. Das heißt, da geht es darum, dass du dich in dir festhältst, dass du in dir verankert bist. Weil wenn du bei dir bist, stell dir so vor, du bist auf deinem Schiff und hast deinen Anker, du hast alles bei dir. Es ist komplett wurscht, ob da fünf Wellen kommen, ob da ein Gewitter kommt, ob was auch immer kommt. Du bist bei dir und kannst mit diesem ganzen Sturm mitgehen. Du bist weich, du bist flexibel, du bist in dieser Emotion, in diesem Fließen lassen, in diesem Mitfließen, in diesem Mitfühlen. Und nicht in dem, okay, mich zerreißt dorthin und dahin, weil ich habe hier noch einen Anker und da und dort. Also dieser Vollmond im Krebs bringt uns sehr stark wieder eben in die Innenschau, in das Verbinden, in das Hingeben, auch an die Erde, dass du dich selbst wieder an die große Mutter anbindest. Und da erinnert uns die Erde eben immer wieder dran. Wenn wir in der Natur sind, die große Mutter, die Göttin, die jetzt auch in den Rauhnächten unterwegs ist, als Freier, als Frau Holle, die mit der wilden Jagd umherzieht. Wir haben jetzt am 28., also eher auch schon übermorgen, ja, übermorgen, heute ist 26, haben wir den Tag der unschuldigen Kinder. Es ist auch von den Rauhnächten so diese Zeit, da ist auch wieder das innere Kind da. Also ihr seht, es spielt auch da gerade wieder alles zusammen, wo wir eben schauen dürfen, wie geht's mir, wie geht's meinem inneren Kind, wo bin ich noch trotzig und wo kann ich noch nicht vergeben, wo bin ich noch so im Grant und so im Frust und dann halte ich auch wieder fest, dann bin ich nicht bei mir. Das sind alles Dinge, die mich von mir selber wegbringen, weil deiner Mutter oder deiner Großmutter oder wenn die vielleicht sogar schon verstorben sind, die berührt es nicht mehr so wahnsinnig viel. Energetisch berührt es aber dich, weil du da nicht bei dir bist, sondern wieder, wie gesagt, mit deiner Energie ständig in die anderen Felder gehst und sagst, aber der muss oder die muss doch endlich verstehen, wie sehr ich da als Kind gelitten habe oder wie sehr ich da verletzt worden bin. Nicht der andere kann es heilen, du kannst es heilen. Und das ist auch etwas, was da jetzt eben dieser Vollmond mit sich bringt, dass da ganz viel heilende Energie im Feld ist. Krebs ist eben diese mütterliche Energie, diese Geborgenheit, dieses wirklich, wenn ich mich wieder an den Kosmos, an mich anbinde, in mir anbinde, mit der Natur verbinde, dann merke ich, ich bin getragen, ich bin gehalten, ich habe diese Geborgenheit. Und da kannst du eben auch schauen, wo suchst du die noch im Außen? Wo wirfst du vielleicht deinen Partner, deiner Partnerin oder den Eltern vor, dass du die Liebe und diesen Halt nicht bekommen hast? Dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen, dir selber diesen Halt zu geben. Krebsenergie ist auch von der DCM her der Milz zugeordnet. Ihr habt es im Skript drinnen, im Organströmer-Skript.
Ich habe es auch am Telegram-Kanal den Milzstrom reingegeben. Also um diesen Vollmond kannst du auch nochmal ganz bewusst mit der Milzenergie arbeiten. Milz ist nämlich auch dem Erdelement zugeordnet. Das heißt auch da wieder, es geht um die Erdung. Es geht um deine Anbindung, um deine Verbindung. Wie gut bist du geerdet? Also ihr seht es auch da, das hängt wieder alles miteinander zusammen und fügt sich dann auch so schön, wenn man es beginnt zu erkennen. Also auch wenn du merkst, du deine innere Mitte irgendwie vielleicht jetzt gerade nach den Feiertagen und nach dem vielen Essen, oh, es ist irgendwie alles so schwer und angepampft, dann schau mal, wie geht's dir mit der Erdung? Stehst du wirklich da und kann diese Energie auch durchfließen? Oder merkst du, ist in deiner Mitte die Energie gestaut? Dann sehr oft auch merkt man dann so Milzmagen, dass das dann irgendwo gestaut ist, dass das dann irgendwie hängt, weil man das Gefühl hat, da geht irgendwie gar nichts mehr. Dann kannst du da eben auch wirklich draußen spazieren gehen und dann stell dir vor, du lässt mal all diese Energien, all die Emotionen, alles, was sich da auch die letzten Tage in dir angestaut hat, was vielleicht hochgekommen ist an Gefühlen, an Erinnerungen, an Verletzungen, das wirklich loszulassen und wieder ins Fließen zu bringen. Dann haben wir eben, wie gesagt, am 25. Jänner ist dann der Vollmond im Löwen und der Löwe ist Herzenergie. Also das heißt, wir haben jetzt dieses Geborgensein, dieses Mütterliche, diese Sicherheitsenergie da. Und Löwe-Energie ist dann dieses Wamm, ich stehe zu meinem Gefühl, ich stehe auf meiner Bühne, ich zeige mein Herz, ich öffne mein Herz. Und auch da wieder habe ich dieses, kann ich meine Gefühle führen? Kann ich mein Herz überhaupt öffnen? Oder verschließe ich mich selber? Weil bei ganz vielen nehme ich dann wahr, da ist nicht die Angst, oh Gott, weil ich im Außen verletzt werde, sondern viele haben Angst, ihr Herz zu öffnen, weil sie vor ihren eigenen Gefühlen Angst haben. Dieses Gefühl, das dann vielleicht hochkommt, das ich lange Zeit unterdrückt habe, deswegen kann ich mein Herz gar nicht aufmachen. Das heißt, jetzt geht es auch ganz stark darum, wie sehr leuchtest du? Wie sehr zeigst du dein Leuchten und wo hast du überall dir dein Leuchten nehmen lassen, weil dir vielleicht jemand gesagt hat, hör mit dem auf, das ist alles ein Blödsinn, hör nicht auf dein Gefühl, das ist falsch. Also wo hast du dich immer wieder mehr begonnen zu verstecken und dein Leuchten quasi kleiner zu machen? Und so ist dieser Krebsvollmond, stellt sich so vor, wie die große liebende Mutter, die jetzt bei dir steht, hinter dir steht, vor dir steht, die dich umarmt und sagt, und jetzt zeig dich, ich liebe dich genau so, wie du bist, du darfst genau so sein. Und auch die liebende Mutter, die sagt, du darfst all deine Emotionen, alles haben. Aber auch dann wieder diese väterliche Energie, die sagt, okay, und jetzt beginnen wir, das quasi in Bahnen zu lenken. Deine Gefühle, deine Emotionen, wonach strebst du? Weil diese Steinbock-Energie hat auch gleichzeitig ein bisschen den Aspekt drinnen, ich blicke hinter die Schleier, ich blicke hinter meine Masken, hinter meine Täuschungen und wonach strebe ich? Was möchte ich hierher bringen? Also was. Was ist das, was sich mir zeigt, wo ich sage, da gehe ich jetzt wirklich diesen Weg? Also ihr seht eine ganz, ganz spannende Zeit, die dieser Vollmond da jetzt bringt. Auf der einen Seite viel Heilung, viele familiäre Themen, die gelöst werden können, Vergebung, die erledigt werden kann, um dann wirklich mit dir selber, mit dieser Verankerung, Verwurzelung, Erdung wirklich weiterzugehen in das neue Jahr. Und als quasi Geschenk oder als Bonus dazu haben wir dann, ich glaube, am 30. ist irgendwo aufgeschrieben, müsst ihr jetzt schauen, ich finde es jetzt gar nicht, glaube ich, glaube, es ist der 30., wo dann der Jupiter vorwärts dreht. Und Jupiter ist der Glücksplanet. Das heißt, wir kriegen dann wirklich diesen Segen auch nochmal mit, wo es heißt, es geht um Wohlstand, es geht um Fülle, es geht um Wunscherfüllung. Aber da darf ich dann eben schauen, welche Wünsche fühle ich, was zeigt mir mein Herz, was nehme ich wahr und was bin ich bereit dazu zu leisten, wo bin ich für mich, für diese Wünsche verantwortlich, Sorge zu tragen, dass ich sie mir auch erfülle. Nicht nur warte, wie das trotzige Kind oder das verletzte Kind, das sagt, soll jetzt aber das Leben bitte zuständig, irgendwer anderer soll meine Wünsche erfüllen und soll für mich tun. Also nehmt euch wirklich jetzt diese Rauhnächte, diesen Vollmond da jetzt als ja, Möglichkeit mit, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Gefühlen, zwischen dem, was mein Herz sagt und dann den Verstand. Also wirklich diesen Realitätssinn auch mitzunehmen und zu sagen, okay, was braucht's? Weil sie sagen auch gerade, auch im kommenden Jahr, wir wollen und wir warten alle auf die neue Erde. Wir wollen, dass sich endlich etwas verändert. Der alte Matrix ist gesprengt, das hat sich gelöst. So, nur diese neue Erde kommt nicht von, ich sitze jetzt mal da und Licht und Liebe, sondern dann darf ich irgendwas tun. Und da dürfen wir alle was tun. Und da geht es eben wieder um dieses gewisse Anpacken, um auch dieses in die Verantwortung gehen und sagen, okay, ich will etwas verändern, dann darf ich auch was tun. Und jeder von euch kennt das, einen Traum, eine Vision, eine Idee, die kann ich haben. Aber dann braucht es irgendwo etwas. Es ist so, wenn ich einen Samen in die Hand gelegt bekomme, wenn ich den nicht selber gehe in die Erde pflanze, den gieße, den dann pflege,
dann wird aus diesem Samen nichts werden. Dann kann ich 20.000 Samen in der Hand haben, als Idee, als Vision. Wenn ich nicht anfange, meinen Hintern zu bewegen und dann mich um diesen Samen zu kümmern, dann wird es sehr, sehr schwierig, dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird. Und das nehmt euch als Bild mit, als Vollendung von diesem alten Jahr, aber gleichzeitig auch wirklich als Neubeginn für das neue Jahr. Wir haben jetzt so viele Lichtsamen, wir haben so viele Lichtfrequenzen, die da auf die Erde einströmen, von der Sonne und aus dem galaktischen Zentrum. Wir haben so viele Samen da jetzt bekommen und so viele Möglichkeiten, dass wir eben wieder fühlen dürfen, dass wir spüren dürfen, aber eben gleichzeitig auch angehalten sind, selber ins Tun zu kommen. Also deine Emotionen zu führen und zu sagen, okay, ich spüre, was ich will und jetzt bin ich bereit, loszulegen. Jetzt bin ich bereit, diese Schritte zu gehen und das zu setzen, das zu tun, was notwendig ist, damit diese Same wachsen kann. Und wie gesagt, vergesst es nicht, immer nur Licht und Liebe und einfach nur, oh, ich mag jetzt aber gar nichts und das trotzige Kind. Da wirst du nicht wahnsinnig weit kommen, sondern es braucht beides. Es braucht das innere Kind, das dem Erwachsenen-Ich von dir die Hand gibt und sagt, hey, komm, ich bringe dir wieder die Leichtigkeit und die Freude. Und das Erwachsene-Ich, das sagt, okay, und ich sage jetzt müssen wir das und das und das tun, damit das Ganze auch zu laufen beginnt. Und da siehst du dann diesen Ausgleich von deinem inneren Ich, von deinem kindlichen Ich, von deinem Erwachsenen-Ich. Und auch da wieder, du hast dich selber in der Hand. Niemand anderer braucht dein Kind an die Hand nehmen. Niemand anderer braucht dir den Halt und die Sicherheit geben, sondern du kannst selber dafür sorgen. In dem Sinn, glaube ich, war das jetzt mal alles und das Wichtigste. Dann werden wir jetzt mal auf Stopp machen und ihr könnt jetzt Fragen stellen.